Also wir erwarten ja in der Nummer 6, Nummer 12 und der 24 und in der 25 sowie in allen Türchen immer was richtig Cooles. Hallo meine Lieben und ganz herzlich willkommen zurück oder neu auf meinem Kanal für diejenigen unter euch, die mich nicht kennen. Mein Name ist Katrin und wenn ihr euch fragt, was ich hier so treibe, nun ja, normalerweise so Unboxings meiner Boxen, die ich im Abo habe, hier und da mal einen größeren oder einen kleineren Haul. Eigentlich alles rund um Make-up und Pflege, woran ich Spaß habe und wo ich immer von Herzen hoffe, dass ihr mit mir dran Spaß habt. Und wenn ihr mit mir dran Spaß habt und das noch nicht getan habt, freue ich mich natürlich auch, wenn ihr mir ein Abo da lasst. Ich freue mich immer über einen Kommentar von euch, da rein zu stöbern und zu lesen. Eure Gedanken finde ich immer klasse und ja, auch wenn es nur ein kleines Hallo ist, freue ich mich natürlich auch darüber und ich freue mich auch immer über ein Däumchen nach oben für mein Video. Und heute hoffentlich freue ich mich auch über einen Adventskalender, der angekommen ist. Und der ist dieses Jahr echt früh angekommen. Ich meine, letztes Jahr haben wir den relativ spät bekommen. Ja, auch letztes Jahr war er bei mir am Start. Ich habe nicht alles gezeigt, immer so. Aber dieses Jahr wollte ich den zusammen mit euch auspacken und euch auch zeigen. Und den gibt es auch noch. Und zwar handelt es sich um den riesigen und wunderschönen Look Fantastic Adventskalender. Der ist echt schwer, Leute. Und ich habe mich so darauf gefreut. Ich finde die immer richtig cool. Preis-Leistungs-Verhältnis. Da kann man sich echt nicht beschweren. Als Abonnent der Look Fantastic Box bekommt man den schon, ich glaube, im Vorher, ich meine 80 Euro waren es. Jetzt glaube ich 85 Euro, müsste ich nochmal nachlesen. Ich schreibe es euch in die Infobox oder blende es euch auf jeden Fall ein. Und ja, dieser wundervolle Kalender, ich finde den so hübsch von der Farbe her auch. Ich packe den mal dahin, weil wie gesagt, ist ein bisschen schwer. Und ja, der ist jetzt bei mir angekommen und ich mag das Design. Ich mag dieses Weinrot, das ist irgendwie so richtig weihnachtlich, sieht der aus. Und ich weiß, letztes Jahr, den habe ich mega gefeiert, der war richtig klasse. Und ich verrate eine Sache, er steht noch für dieses Jahr zum Auspacken bereit, denn da war ich noch gar nicht so dran, bis auf eine Sache. Und ja, ich habe also zwei Look Fantastic Kalender, die ich dieses Jahr erbeuten kann und auspacken kann. Und in den gucken wir jetzt aber einmal gemeinsam rein. Und wenn man den aufmacht, ist das nicht ein Traum. Also ich muss noch ein bisschen ziehen nach da, dass ihr das seht. Da ist nämlich auf dem Innendeckel, wenn ihr das aufmacht, das ist auch magnetisch, steht drauf, the season to be and feel look fantastic. Ich finde das so schön. Auch ein schöner Spruch, with love from team look fantastic ist dabei. Und was ich an dem liebe, ist, dass der diese wiederverwendbaren Türchen hat. Also ich bin so ein kleiner Adventskalenderbefüller und bastel immer auch für Freunde und Bekannte gerne Adventskalender und deswegen mag ich das super gerne und auch Schatzi kriegt dieses Jahr fleißig eingebastelt und ja, ich würde sagen, bevor ich weiter jetzt schnacke, ich habe schon wieder vergessen, was alles drin ist. Ich weiß nur, Türchen Nummer 10 platzt ein bisschen aus allen Nähten. Denn natürlich habe ich schon bei der lieben Nicole von Chiquitas Blaze eingestöbert, denn die hat den so toll vorgestellt. Und Leute, ich labere. Türchen Nummer 1 kommt für euch. Befindet sich übrigens hier. Da ist es. Und wir haben eine riesige Schublade erstmal. Und ich versuche es rauszukriegen. Da kommt es daher, ist etwas Kleineres drin. Und das ist auch so schön verpackt. Ne? Also ihr macht das nicht einfach auf und seht die Produkte, sondern habt gleich noch so ein Papierchen, was drumherum ist. Und in Türchen Nummer 1 haben wir etwas, oh, da habe ich, oh, da freue ich mich drüber. Das ist von Kate Somerville, ein Goat Milk Moisturizing Glänzer. Und den hatte ich meine, im TK Maxx oder so auch gesehen. Da gab es den nämlich auch. Hab den mir verkniffen. Warum auch immer. Manchmal habe ich ja so Anwandlungen. Wenn ich der Meinung bin, ich habe zu viel, ich habe genug, um Gottes Willen.
Schnäppchen muss man eigentlich mitnehmen. Und da gab es den und ich hätte den so gern mal ausprobiert. Jetzt kann ich das tun, denn er ist in Türchen Nummer 1 von meinem Adventskalender. Und wie immer packe ich die Sachen erstmal wieder brav zurück und packe sie ein. Denn das ist auf jeden Fall ein Kalender, den ich auch am 1. Dezember erbeuten werde. Und da sind wir wieder bei dem Thema, ich bin ein kleiner Goldfisch oder eine kleine Dory. Bis Dezember habe ich viele Sachen wieder vergessen, die ich da drin habe und freue mich da erneut schon über. Ich habe mal hier so rausgenommen, ne? Türchen Nummer 2 ist einmal da unten. Und habe das schon ausgepackt. Wir haben hier 50 Milliliter eines richtig coolen Produktes. Das ist der Dream Coat von Color Wow. Und der ist richtig gut. Den habe ich in groß einmal da. Und ich musste erstmal lernen, wie man damit umgeht. Danke, Ginny, an dieser Stelle. Ginny von Ginnys Eskalation bei Instagram übrigens. Und das ist so meine Haarexpertin. Die hilft mir da immer aus. Und das macht ihr euch in die feuchten Haare und föhnt das dann glatt. Und das hält dann die Haare glatt. Gut, im Moment habe ich wieder Zottelkopf am Start. Deswegen benutze ich das auch nicht, denn ihr braucht da auch immer einen Tiefenreiniger, um wieder das zu brechen quasi. Und es nützt dann auch nichts, wenn ihr irgendeine Haarkur draufpackt oder sonst irgendwas, weil das halt nicht in die Haare rein eindringt, weil das richtig so eine Versiegelung für eure Haare ist, gegen Nässe. Wenn es draußen so ein bisschen feucht ist oder so und ihr wollt euch die Haare schön glätten, ne? Nicht diesen Frizz da haben, ist das ein richtig cooles Teil und freue ich mich sehr drüber, da noch so ein kleines als Nachschub zu haben. Wie gesagt, 50 Milliliter, richtig cool. Ist gar nicht so einfach, das da immer wieder reinzuquetschen. Türchen Nummer 3 ist einmal hier und ist so ein kleineres, längliches. Und da kommt uns einmal etwas entgegen. Oh, da haben wir von Ilamasqua etwas, richtig cool. Ilamasqua ist ja so die englische, ja, wie bei uns hier MAC oder so, ist das halt in England so eine Marke, ne? Und wir haben hier ein Hydra Setting Spray. 30 Milliliter Setting Spray kann man immer gebrauchen. Und von der Marke habe ich noch nicht ausprobiert. Freue ich mich drüber. Kommt einmal so ein bisschen schlicht in schwarz daher. Hydration natürlich mega, ne? Dass man so ein bisschen die Feuchtigkeit hat, ohne Setting Spray läuft bei mir gar nichts und deswegen freue ich mich auch da. Tolles Produkt in der Nummer 3. Nummer 4 habe ich einmal hier oben rausgezippelt und es ist eine riesige Schublade. Also wir haben hier 3 richtig große plus die 25, was das Schöne ist auch immer an diesen englischen Adventskalendern und so. Die haben halt ein Türchen mehr wie wir Deutschen. Also ihr kriegt da einfach ein Produkt mehr, finde ich immer mega cool. Aber in diesem kleinen, also in diesem Riesenfach ist so was Kleines nur. Irgendwas riecht hier auch lecker. Und hier haben wir etwas drin von Caudalie. Caudalie, eine Creme SOS Hydrating Intensive Moisturizer. Ja, okay, kann ich nichts zu sagen. Wir haben hier eine kleine Größe, 15 Milliliter. Caudalie ist ja auch richtig, eine gute Marke. Habe ich ein paar Sachen von ausgetestet, die mochte ich gerne leiden, aber da habe ich auch Sachen, die mag ich nicht so gerne leiden. So wie das, glaube ich, bei allem ist. Ich bin gespannt, ob das ein Produkt ist, was ich leiden kann. Müsste ich aber. Schade ist übrigens, dass hier auch kein Heftchen mit dabei ist, wo man so ein bisschen über die Produkte nachlesen kann. Das würde ich noch feiern, wenn Look Fantastic das irgendwie dabei packen würde. Denn so sehe ich nur SOS Moisturizing Cream. Also ob das jetzt so eine Spezialpflege ist für richtig trockene Hautstellen oder fürs Gesicht, bin ich mir nicht sicher. Wie gesagt, da müsste ich noch einmal nachlesen und das ist auf jeden Fall in der Nummer 4. Es geht immer noch viel zu schnell. Die Nummer 5 ist einmal dieses und befand sich dort. Und wir haben hier etwas drin, wo ich schon ein bisschen grün sehe. Ich liebe, dass das so verpackt ist. Gefällt mir. Irgendwie ist das wie nochmal so ein kleines Geschenk extra auszupacken. Was habe ich denn hier in der Hand? Was Grünes? Ja, habe ich schon festgestellt. Einmal diesen hier. Botanical Repair Strengthening Leave-In Treatment. Ah, das wird was für die Haare sein.
von Aveda. Aha, aha, aha. Und hier sind wir wieder an dem Punkt, wo ich denke, so ein Heftchen wäre ganz cool. Okay, es ist auf jeden Fall ein Leave-In-Treatment und braucht ihr nicht ausspülen und ist für die Haare. Was es bewirken soll? Wahrscheinlich schöne Haare, für welche Haare und was genau, weiß ich leider nicht. Aber einmal der kleine hier drin. Wie viel? 25 Milliliter. Die Nummer 6 ist einmal hier oben. Wieder so, die sind richtig lang, ne? Diese Dinger. Und das ist irgendwie am Auseinanderplatzen. Und wir haben in der Nummer 6, das sieht nicht cool aus schon, ne? Sorry für Knister. Habe ein kleines, oh Gott, ein kleines zerquetschtes Etwas in der Nummer 6. Och Mensch, was haben sie denn mit dir gemacht? Okay, liegt vielleicht daran, dass es nicht so ganz reinpasst, obwohl das schon so lang ist. Weiß ich nicht, ob man vielleicht dann hätte ein anderes Produkt da reinmachen sollen. Weil so ist ein bisschen schade, aber was bist du denn jetzt? Einen von Delilah etwas, und zwar ein Lip Liner in der Farbe Buff. Was ist denn die Farbe Buff? Soll Longwear sein und ist ein schönes Nude, Rosa, Rosé Farben. Ne? Lip Liner geht immer, aber hätte ich jetzt vielleicht nicht gerade in den Kult aus reingepackt. Also wir erwarten ja in der Nummer 6, Nummer 12 und der 24 und in der 25, so wie in allen Türchen, immer was richtig Cooles. So, einmal das, die Nummer 6, haut mich jetzt nicht um. Schauen wir mal, ob die Nummer 7 mich mehr erfreut. Und, oh ja, das hätte ich in die Nummer 6 gepackt. Meine persönliche Empfindung, weil ich liebe diese Marke einfach. Wie cool, das hatte ich, seht ihr, ich hatte das schon wieder gar nicht auf dem Schirm, dass hier etwas von Omorowicza drin ist. Wie cool, was bist du? Bist du eine, ich glaube, ja, das ist so ein kleines Gesichtspeeling. Und Refining Facial Polisher könnte ein Gesichtspeeling. Also ich habe etwas von Omorowicza und dann noch als Peeling. Richtig cool. Was haben wir denn hier? 30 Milliliter. Das werde ich genießen. Ich komme zu meiner Omorowicza-Box. Da sammle ich im Moment für die nächste komplette Routine, wo ich dann testen kann. Und das ist cool. Das ist ein richtig cooles Produkt. Und da hätte ich mich mehr in der Nummer 6 gefreut, muss ich ehrlich sagen. Aber da gehen ja auch Geschmäcker immer ein bisschen auseinander. Ich freue mich, dass es überhaupt drin ist. Und in der Nummer 7 ist doch ein schönes Produkt. Nummer 8 wurde rausgezogen. Ich liebe das auch. Ich muss immer so schön hier die Zahlen suchen. Irgendjemand hat das gesagt, wenn die immer in der Reihenfolge sind. Ich finde das voll spannend, wenn man so ein bisschen suchen muss, wo jetzt die nächste Zahl ist. Mag ich gerne leiden. Die Nummer 8. Würde mich aber mal interessieren, wie das bei euch ist. Wollt ihr lieber Kalender, die von 1 nach 24 durchgehen? Oder wollt ihr lieber Kalender, wo ihr so ein bisschen so dieser Jägerinstinkt ist? Also ich bin so kleiner Jägerinstinkt. Ich muss mal so ein bisschen suchen, wo ist denn jetzt meine Nummer und mich drauf freuen. So, Nummer 8 ist einmal ein Produkt von Philip Kingsley. Den haben wir hier auch. Ich lache gerade ein bisschen, weil vielleicht seht ihr es auch. Ich habe meinen gelben Scrunchie drin, denn ich habe auch die Look Fantastic Box ausgepackt und da war auch etwas drin. Hier haben wir jetzt aber ein 5-in-1 Treatment. Und zwar ein Treatment für alle Haartypen, was ihr euch in die Haare reinmachen sollt, danach trocknen sollt, also ins feuchte Haar rein, danach Haare föhnen und dann stylen. Ja. Nicht an den Ansatz. Gut, ist so ein Styling-Treatment, wird das wahrscheinlich sein, mit ein bisschen Pflege und Hitzeschutz und allem drin. Und einmal haben wir hier 40 Milliliter. Ist ein cooles Produkt, aber ja, ne? Die Nummer 9 haben wir wieder ein längliches Päckchen und das ist jetzt ein bisschen anders eingepackt. Also mit so einem, ne, hier so einem Papier-Dings und in, ja, da habe ich mich so drauf gefreut, dass es drin ist und dass, ja, dass es im Kalender ist. Das ist nämlich etwas von NARS und NARS mag ich super gerne leiden.
Da bin ich auch irgendwie so Packaging-Opfer von, keine Ahnung. Und wir haben hier einen Klassiker. Das ist nämlich ein Blush, den ich gerade versuche rauszukriegen für euch. Und zwar dieser Orgasm Blush von denen. Und der ist ja richtig gehypt. Und das ist eine kleine Größe, was mich überhaupt nicht stört. Denn gerade bei Blush oder so, wenn man so einen Riesen hat, den kriegt man ja gar nicht leer. Und ist er nicht cute? Also der ist richtig schön. Und die haben auch dieses Gummierte, ne? Das fühlt sich auch gleich immer so toll an. Wird natürlich auch mega schnell dreckig. Und wir haben sogar einen kleinen Mini-Spiegel hier drin. Oh mein Gott, ist er cute. Also wir haben einen kleinen Mini-Spiegel. Und das hier ist einmal die Farbe von dem Blush. Und der hat auch so einen leichten Schimmer mit drin, so Goldpartikelchen, ne? Und das verleiht ja immer gleich so einen schönen Glow. Ich mag sowas super gerne leiden. Die Farbe ist wunderschön. Und ja, das ist definitiv wirklich ein kleines Mini-Highlight für mich. Freue ich mich mega, dass es drin ist. Aber schreibt mir mal gerne. Ich bin so neugierig, was so eure Produkte sind, auf die ihr euch in dem Kalender gefreut habt, wenn ihr euch den geholt habt und ob ihr euch den geholt habt. Aber das hier sind halt so Produkte, so Catcher, die mich kriegen. Nicht jedes Produkt in einem Kalender ist was für mich, aber ich gucke immer, dass viele Produkte etwas für mich sind. Oder es ist irgendein Hammerprodukt drin, wo ich sage, okay, lohnt sich, wird gekauft. Und hier, das war so ein kleines Highlight von mir, ne? Also einmal den. Wir haben hier übrigens 1,2 g. Wir kommen zur Nummer 10. Und die Nummer 10 sieht man sofort, was es ist. Es ist auch hier wieder eingepackt in so einem mit Papier. Und da kommt dieser Duft her, der aus diesem Kalender einfach rausströmt. Wir haben hier eine Kerze drin. Oh mein Gott, von Rituals. Wir haben hier einfach eine Kerze von Rituals drin. Das Glas auch wunderschön. Wir haben hier auch einen Spruch drauf. One beautiful fragrance can create many beautiful memories. Oh, das ist so richtig. Kennt ihr das, wenn ihr so einen bestimmten Duft in der Nase habt und er erinnert euch an irgendwas oder ein bestimmtes Lied hört und ihr denkt an irgendeinen Moment zurück? So ist das auch mit Düften bei mir. Und oh, der riecht fantastisch. Lecker, so ein bisschen blumig. Welche? Oh, natürlich blumig. Es ist Ritual of Sakura. Hätte ich vielleicht auch an der Farbe wieder erkennen können. Ich habe es nicht mal auf dem Schirm gehabt, dass diese Kerze da drin ist. Ich freue mich da gerade wieder drüber. Und okay, da werde ich aber dran denken, weil dieser Duft einfach wahnsinnig toll ist. Und Sakura riecht ja so ein bisschen nach Kirschblüte und so. Deswegen auch wahrscheinlich so schön rosa eingefärbt. Und wenn es dann so zur kälteren Jahreszeit hingeht, bin ich auch so ein absoluter Kerzenjunkie. Und tolles Produkt in der Nummer 10. Also das hier ist auch gerade so ein kleines Highlight wieder, über das ich mich gerade wieder erneut freue. Nummer 10 platzt mir hier übrigens aus allen Nähten. Meiner ist hier schon eingerissen. Oh Mann. Naja, Nummer 11 ist einmal hier, ein kleineres Fach wieder. Und in der Nummer 11 kommt uns auch ein richtig cooles Teil entgegen, nämlich von Shiseido. Ah, das ist dieses Serum. Power Infusing Konzentrat, ne? Ultimun. Ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Auf jeden Fall ist das dieses kleine Serum, das hatte ich auch schon mal. Und das ist richtig gut, dieser Flakon auch, ne? Also, ein Träumchen. Das hatte ich auch mal eine Zeit in Anwendung und das ist richtig, richtig gut. Natürlich immens teuer. Wir haben hier eine kleine Größe drin von 10 Milliliter und selbst diese 10 Milliliter werden eine ganz schöne Stange Geld kosten. Das in groß zu kaufen, da bin ich ein bisschen geizig für, aber es war echt, echt gut. Die Nummer 12, einmal von hier oben rausgefischt. Ich wollte schon sagen, wir haben Halbzeit, aber nein, wir haben noch ein Türchen mehr, wir haben 25. Kommt einmal hier daher und ist ein, genau, das ist jetzt nicht so mein Highlight. Wir haben hier 30 Milliliter I Believe in Miracles. Ja, das, da belief ich auch immer noch dran mit meinen Haaren, aber wir haben hier diesen Wonderbalm Hair Primer von Percy & Reed.
Den habe ich auch, den habe ich auch in Anwendung. Funktioniert auch ganz gut, gerade wenn man so ein paar Locken machen will, den ein bisschen reinzugeben. Aber ja, haut mich jetzt auch nicht mega um. Also da weiß ich nicht. Weil wir den auch schon oft in Boxen und so hatten, da hätte ich mir ein bisschen was anderes gewünscht. Aber in Anbetracht der Tatsache, was hier noch für andere coole Produkte drin sind, das ist das ja, was ich sage. Hier muss nicht jedes Türchen ein Knaller sein. Und wir gehen mal in die Nummer 13 stöbern und gucken, was da drin ist. Ich ziehe hier immer den halben Kalender mit mir mit, wenn ich hier ein Türchen hole. Die Nummer 13 ist einmal hier und ist was klitzekleines wieder. Aber das heißt ja nichts. Das heißt ja nichts. Was war denn in der 13? Ich bringe mal gerade auf und ist das cute. Ach Gott, ja stimmt. Von Iconic London haben wir hier so ein Illuminator, hier so ein Liquid Highlighter. Oh, Iconic London mag ich super gerne und wow. Leute, die sind so gut. Ich habe da einen in groß, der so ein bisschen rosa ist und macht das auch oft unters Make-up drunter. Richtig tolle Liquid Highlighter. Die funktionieren so toll. Auch halt, wie gesagt, als Grundlage unters Make-up. Richtig toll. Einen kleinen hier. So einfach. Oh, da könnte ich ja wieder. Dann mit dem kleinen Nasblush und so. Das ist doch mega cute. Und da freue ich mich drauf. Ist ein schönes Gold wahrscheinlich. Da brauche ich auch immer noch dieses Setting Spray von. Das war auch so mega. So, einmal hier der kleine. Ich liebe es. Ich liebe diese kleine Miniatur hier gerade. Und toll, toll. Einfach toll. Ich freue mich gerade wie Bolle darüber. Ich weiß auch ganz genau, dass ich mich im Dezember wieder wie Bolle freuen werde. Und ja, Nummer 13, voller Erfolg und macht die 12 definitiv wieder weg. Versucht das hier mal ein bisschen abzukürzen. Ich laber schon wieder zu viel. Nummer 14 hat eine Augencreme drin. Und zwar von AHC Essential Real Eye Cream for Face. 10 ml. Und die hatten wir, meine ich, auch schon mal in einer Look Fantastic Box drin. Ich meine, die wäre auch gar nicht so günstig und ist, meine ich, genau, made in Korea. Also eine koreanische Marke. Ich bin ja sowieso so kleiner Korean Skincare und sowas Fan. Und ja, ich habe die noch nicht ausgetestet. Aber ich meine, ja, die kommt mir so bekannt vor mit dieser Verpackung und dann vor Eyes and Face. Ich habe die auf jeden Fall schon mal und die ist einmal in der Nummer 14. Nummer 15 ist hier unten und ist wieder so ein flacheres Schublädchen. Und wir haben etwas Kleines da drin. Und zwar haben wir drin etwas von Ren. Overnight Glow Dark Spot Sleeping Cream. Einmal diese hier. Ich meine, das ist auch irgend so ein Produkt. Genau. Ha. Aha. 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 Irgendwann kriege ich das auf die Kette. Aha. Ernst nicht. Aha. Ah. Das ist so ein Zungenbrecher, oder? Aha. Ah. Also wir haben hier eine Lotion mit Aha. Drin. Und das sollt ihr abends drauf machen. Soll, glaube ich, auch so Pigmentstörungen und sowas ein bisschen abschwächen und halt einen schönen Glow geben. Diese Säuregeschichten mag ich ja gerne leiden, beziehungsweise diese Enzymgeschichten. Und da eins von Ren, finde ich cool. Cooles Produkt in der Nummer 15. Nummer 16, es wird spannend. Wir haben wieder ein großes Kästchen und es ist voll. Es ist was Größeres. Was war denn? Ach ja, okay. Das hatte ich schon beim Unboxing gesehen und dachte, nein, ja. Weil wir haben in der Nummer 16 etwas, das hatten wir erst in der Box gehabt. Aber natürlich cool für die Leute, die die Boxen nicht haben. Wir haben hier einen Badefüßer in, und zwar mit hier Rhabarber. Und ja, der ist so ein kleines Herzchen, so zweigeteilt und bei Rhabarber muss ich immer an Unbox Butterfly Nicole denken. Ich muss den unbedingt mal machen. Es ist kein Herzchen, es ist einfach ein riesen Brocken da drin. Riecht man nicht viel durch, meine ich. Ich rieche auch nur noch diese Kerze, ne? Und die Kerze, die da hinten brennt und nach Kokosnuss duftet. Und ja,
Einmal das in der Nummer 60. Man könnte auch sagen, es ist Füllmaterial, aber wenn Füllmaterial so aussieht, nehme ich auch gerne Füllmaterial. Nummer 17 ist einmal hier das und es guckt was oben raus. Und zwar haben wir hier, sehr cool, cool. Von This Works ist das nämlich hier das Ding. Stress Cheek Mood Manager. Oh, das brauche ich. Das ist so ein Aromatherapie-Spray. Oh, das riecht so lecker. Leute, das riecht so gut. Und ich habe da gerade eins groß leer gemacht schon. Und ich mag die super gerne leiden. This Works hat richtig gute Düfte auch. Ich finde die so angenehm. Die sind nicht so aufdringlich. Und mag ich gerne. Freue ich mich drüber. Kann man immer gebrauchen. Hier so ein kleines Spray von 10 ml. Sehr cool. Die Nummer 18, da versteckt sich was ganz hinten in der Ecke, ist ein Produkt, sehr cool, von Philip Kingsley war das, dieses Sea Salt Kopfhaut Scrub. Das hatte ich ja einmal in riesig aus diesem Glossy Sale, wo ich mich so gefreut habe. Ich habe es noch nicht getestet. Mir hat eine liebe Abonnentin auch geschrieben, das ist gar nicht so einfach, mit diesen groben Dingern an die Kopfhaut zu kommen. Die benutzt das jetzt als Körperscrub. Und da habe ich auch geschrieben, voll die gute Idee, weil das ist ja richtig mit diesem Meersalz, das ist ja auch gut für die Haut, ne? Hier haben wir auf jeden Fall 40 Milliliter davon und so einen kleinen Nachschub nehme ich gerne oder es wird weiter wandern und in einem anderen Kalender landen und sehr cool einfach. Leute, ich muss gerade so ein bisschen über mich selber schmunzeln, dass ich das echt schon wieder alles so vergessen habe und mich gerade, ich glaube, man sieht das in dem Grinsen, ich freue mich hier immer wieder, hier was rauszuholen. Die Nummer 19 ist einmal hier und die habe ich schon rausgenommen. Und das sind 15 Milliliter. Da ist ja, stimmt, da war ja was. Ich habe so viele Kalender schon gesehen, dass ich die gar nicht mehr zuordnen kann und mich hier gerade freue, denn wir haben ja was von Odeal da drin einfach. Natürlich wieder halb leer. Wie immer bei diesen Sachen. Aber macht mir nichts. Wir haben 15 ml von Dragon's Blood, ein Sculpting Gel. Und Odeal ist ja richtig, richtig teuer, aber auch einfach gut. Also ich liebe auch deren Make-up und sowas, ne? Und wir haben hier dieses von diesem Drachenblut, Baum, irgendwas. Und irgendein Baumharz ist das ja, ne? Habe ich auch eine Augencreme, meine ich, von. Und da bin ich sehr gespannt. Sind wir wieder bei dem Thema. Ich schnorre mir nach und nach, über all die Jahre, immer meine Linien zusammen. Freue ich mich drüber, da definitiv das austesten zu können. Auch, ich hätte das auch gerne groß genommen. So ist nicht, aber 15 ml auf jeden Fall cool. Und auch das von Odeal wieder was drin. Das freue ich mich. Hatten wir nicht letztes Jahr Toner drin? Gell? War das nicht in Look Fantastic? Ich bin durcheinander. Naja, die Nummer 20. Hätte auch den von letztem Jahr einfach im Vergleich auspacken können, ne? Ja, jetzt hätten wir die Nummer 20. Und die Nummer 20 ist, ich weiß nicht, nix. Doch, da kommt was raus. Ah, genau, das war das, was so extrem verpackt ist. Und so ein kleines Ding einfach nur ist. Hier ist es. Da ist nämlich etwas drin von Bioeffekte. Da ist so ein kleines Serum von Bioeffekt drin. Ich will gar nicht wissen, was es kostet, wenn das hier so verpackt ankommt. Und wir haben 3 Milliliter, also so ein kleiner Pupsi, der doppelt und dreifach verpackt ist. Und der wird wahrscheinlich einen mega stolzen Preis haben und wird vorsichtig wieder in doppelter Form eingepackt, ne? Also steht leider auch wieder nicht dabei, was ich machen soll. Hatten wir nicht irgendwann mal so kleine Kärtchen noch dabei, wo wenigstens so eine kleine Info war? Ich weiß es nicht mehr. Oder war das ein anderer Kalender? Ihr merkt, läuft bei mir. Die Nummer 20. Wir kommen zu meiner Glückszahl. Der Nummer 21. Was war denn da drin? Die Nummer 21 ist auf jeden Fall da oben. Okay, die Nummer 21 ist bei diesem Kalender keine Glückszahl, denn ich habe den Klassiker, einen Kajalstift in Schwarz. Der gehört irgendwie in jeden Kalender rein.
von Diego della Palma. Ist so einer zum Hochdrehen. Einfach Klassik, schwarz. Und die Gilmore 22. 22. Einmal aus der Ecke gefischt ist. Ja, genau. Von Balance Me. Und zwar ein Spray. Und da hatte ich ja schon mal eins leer gemacht. Ich meine, das hier ist so ein. Ich weiß nicht, hier steht jetzt Beauty Sleep Hyaluronic Mist. Also ich hatte den normalen Hyaluronic Mist. Und fand ich ganz okay, hat mich aber jetzt auch nicht umgehauen, weil ich weiß, die sind auch nicht günstig. Aber Balance Me, finde ich, beruhigen so schön die Haut. Also haben auch 99,9% natürliche Inhaltsstoffe und ich weiß, das war ganz gut, das Spray, aber hat mich jetzt, wie gesagt, auch nicht umgehauen. Muss ich mal gucken. Ist wahrscheinlich dann für abends. Sollt ihr schlafen mit? Bin mal gespannt drauf. Das sollt ihr halt vom Schlafen gehen drauf machen. Hat irgendwelche Inhaltsstoffe, die auch so einen guten Schlaf irgendwie fördern sollen. Ob das noch ein bisschen riecht nach Lavendel oder so. Oh ja. Da kommt so ein lavendeliger Duft raus, also so irgendwie so ein kräuteriger Geruch raus, was wahrscheinlich das dann ist, was einen so ein bisschen runterholen soll. Und gleichzeitig soll es halt die Haut so hydratisieren und auch runterholen. Ne? Und bin ich mal gespannt drauf. 10 Milliliter waren das, gell? Bin mir nicht ganz sicher. Ja, 10 Milliliter. Leute, wir sind schon bei der 23. Hier ist gleich schon wieder der Kalender fertig. Aber 23 ist definitiv ein cooles Produkt und es guckt schon da oben raus. Da weiß ich jetzt schon wieder eine, die sein wird. Avant gehört dabei, der überall rein. Ne? Liebe Grüße, Juli. Ne? Und Avant haben wir hier ein Handbalsam, aber da habe ich auch noch keinen von getestet. Ne? Da hatten wir auch mal in irgendwelchen Special-Boxen gab es den, da habe ich aber keinen von abgekriegt. Und ja, wir hatten ja sonst immer eine Maske oder eine Creme oder ein Serum oder dies, das, jenes. Ich finde das ganz cool, dass wir jetzt mal einen Handbalsam drin haben. 50 Milliliter, sind wir wieder beim Thema. Ja, ich freue mich immer noch über Handcreme und bin ich mal gespannt drauf, ob der besser ist wie alle Handcremes und so, die ich vorher getestet habe. Denn auch das Ding wird wieder so einen Preis haben, wo ich mir denke, du musst mir Kaffee kochen können. In der Nummer 23. Katrin grinst über beide Ohren. 24. Elemis ist am Start. Richtig cool. Und zwar dieses Dynamic Facial Wash Gel. Nochmal 30 Milliliter. Richtig cool. Freue ich mich drauf, auch was von Elemis wieder da drin zu haben. Hatten wir letztes Jahr auch so eine tolle Nachtcreme, meine ich auch. Also ich hätte auch gerne nochmal so eine Creme genommen oder so. Aber auch spannend, so einen kleinen Cleanser da drin zu haben. Und Elemis ist ja nicht günstig, deswegen sehr cool, auch in der Nummer 24 davon was drin zu haben. So eine Augencreme oder so wäre auch nicht schlecht gewesen, aber... Und jetzt einmal einen kleinen Trommelwirbel für die Nummer 25 und das war so mein Highlight. Da ist nämlich etwas drin, auch wieder toll verpackt und zwar von Espa. Und Espa ist auch sowas, da liebäugel ich auch mit. Das ist auch, was ich davon getestet habe und ich meine auch aus einem Look Fantastic Adventskalender schon mal so eine Creme, so eine Nachtcreme war das. Oh, die war so gut. Und so ein Body Oil hatte ich von denen schon, was richtig, richtig toll war. Und hier haben wir eine Maske. Wo war denn unsere Creme? Hatten wir da eigentlich viel Creme drin dieses Jahr? Nee, die denken bestimmt, die sind genau richtig. Vom letzten Jahr hast du noch, dieses Jahr kriegst du ein bisschen was anderes. Und dieses Jahr kriegen wir einfach eine Maske. Und Masken gehen immer. Wir haben hier Clean and Green Detox Maske. Und die soll eure Haut ein bisschen ins Gleichgewicht bringen. Und refine und smoother machen. Und die soll richtig, richtig gut sein. Ich gucke ja ein paar englische YouTuber auch. Und ich weiß, eine schwärmt da richtig davon. Die liebt diese Maske und deswegen freue ich mich da immens drauf, die mal auszutesten. Und ja, aber erst nächstes Jahr.
Ne? Also die muss wieder ein bisschen lieb gehabt werden. Nee, jetzt ist erstmal Elemis dran zum Testen. Und ja, einmal diese wunderschöne Maske in der 25 und für mich definitiv ein Highlight-Produkt in diesem Kalender. Auch dieses, ja, dieser kleine Nasblush und da waren schon so, Rodial ist vertreten, Elemis ist vertreten. Also wir bewegen uns schon, Avant ist mit drin. Also da sind Marken ich drin, da was austesten zu können für den Preis von diesem Kalender. Ist halt echt genial. Und wie gesagt, selbst wenn dann mal was ist, was einem nicht so gefällt, finde das auch ganz cool, aus Kalendern was rauszuräumen, weiterzugeben. Ich packe mir meistens irgendwas selber wieder was anderes Schönes rein. Also, ne, manche Kalender bleiben auch im Original einmal so, wie sie sind, da stehen, weil ich sie einfach feiere und mich darauf freue, sie nochmal auszupacken. Und ja, das war der Look Fantastic Adventskalender. Schreibt mir bitte, was ist denn euer Highlight in diesem Kalender? Also, wie gesagt, das ist so ein Teil Rituals. Ach, ihr habt es ja mitgekriegt, was soll ich hier wiederholen? Aber ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Und ich meine, wir sprechen hier über einen Preis von 80 Euro. 80 Euro für diese ganzen coolen, tollen Produkte. Also ich glaube, das ist nicht... ist fast jedem klar, dass dieser Kalender halt ein Kalender ist, der sich immer lohnt. Ne? Wie gesagt, auch wenn da mal hier und da ein Produkt nicht für einen ist. Aber lasst mich gerne eure Meinung dazu wissen. Ich packe mal hier die 25 wieder zurück, dass wir einen kompletten Kalender wieder haben, der halt so ein bisschen aus der Seite rausrutscht, wegen dem Türchen. Der ist jetzt wieder eingepackt, verschlossen. Und Katrin freut sich, den ab dem 1. Dezember zu erbeuten. Und Leute, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, Abend, Nacht, Morgen, Mittag, Nachmittag. Vielleicht bruncht ihr auch gerade. Ich weiß nie, wann ihr das Video seht. Und ich hoffe immer, euch geht's allen gut und ihr habt einfach eine schöne Zeit. Und ja, ich hoffe auch immer, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Von daher, macht's gut. Tschüssi.